Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Realistic Sim Challenge. Das heißt, wir erstellen einen Sim und der muss so realistisch aussehen, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, wir werden sehr viel Alpha CC benutzen, weil das einfach am realistischen ist. Zufälligerweise. Deswegen ist es ja für viele auch nicht so das Ding, was sie so häufig benutzen. Ich bin auch Fan von Alpha, nicht unbedingt bei den Kleidung, aber bei den Haaren auf jeden Fall. Und wir werden sehen, wie gut ich das Ganze hinbekomme. Ich würde sagen, wir werden einfach mal beginnen, um irgendwie einen Skin drüber legen. Denn, ja, so ohne Skin ist halt immer so eine Sache, ne? Der verändert halt das Gesicht nicht. Das ist dann halt ein bisschen doof. Es wäre schon gut, wenn alles sich verändern würde. Das verändert den Skin. Also das Gesicht auch. Was mit dem? Der ist richtig schön. Ich gucke einfach nochmal ein bisschen selbst weiter. Ich finde, dass das hier der realistische Skin hat, den ich gerade so im Spiel habe. Und ich finde ihn auch sehr schön. Deswegen denke ich, nehme ich den einfach mal und gucke jetzt weiter. ich denke, wir machen mit den Augenbrauen weiter. Ich muss jetzt halt überlegen, was will ich für Augenbrauen haben. Ich fand die Augenbrauenform eigentlich schön, deswegen müssen wir gucken, dass wir da was Gutes finden. Und ich habe ja ganz viele so Alpha-Sachen und so. Oh, die finde ich schön, glaube ich. Die sehen auch ziemlich realistisch aus, finde ich. Die sind so bushy. No. Ich nehme die hier, glaube ich. Dann mache ich die noch ein bisschen so. Zuck. Schick. So, dann würde ich mich jetzt, glaube ich, erstmal. Also ich meine, die Augen finde ich schon ziemlich gut. Man könnte halt gucken, vielleicht kann ich ihr Kontaktlinsen geben. Ich glaube, ich finde die hier krass. Die sehen ziemlich echt aus, finde ich. Und es passt einfach richtig gut. Boah, das ist so gruselig irgendwie, aber ich mag's. Haare werden jetzt halt richtig schwer, weil manches. Also ich meine, das finde ich, sieht jetzt nicht unbedingt so realistisch aus, wenn man halt sieht, dass es halt die Textur einfach ist. Es gibt halt Sachen, da erkennt man halt richtig so, da kannst du gar nicht direkt sagen, so ist das aus einem Spiel oder halt in echt so. Deswegen, ich werde jetzt danach gucken, ob ich vielleicht irgendwas im Spiel habe, was halt schon nicht nur nach einer Textur aussieht. Sonst wird es halt doch vielleicht nur eine Textur, wo man auch erkennt, dass es eine Textur nur ist, aber das sehen wir gleich, wenn ich irgendwas gefunden habe, was irgendwie in die Richtung gehen könnte. Ich habe mich jetzt für diese Haare hier entschieden. Ich finde, die sehen von meinen Haaren, die ich so in meinem Spiel habe, am realistischsten aus. Die anderen, wenn man halt irgendwie die Farbe wollte, die ich wollte, also so, ich wollte jetzt so einen braunen Ton nehmen, dann sah das irgendwie so krass so nach aus, dass es halt wirklich aus dem Spiel einfach ist. Und hier, finde ich, sieht es am wenigsten so aus, als ob es einfach so aus dem Spiel ist. Deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Ich denke, man macht jetzt einfach so weiter und sagt jetzt so, keine Ahnung, wie es halt so mit Make-up und so abgeht. Oh, ich bin so gespannt einfach. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist jetzt im Make-up und ja, es geht irgendwie schon immer mehr so in so eine realistische Richtung, ne? Wenn man so jetzt nur ihre Augen sehen würde oder so. Oder nur ihr Gesicht, so. Krass, Alter, was einfach möglich ist, ne? Also ich finde schon, dass das was Realistisches hat. Und, wow. Bin mal gespannt, was wir aus ihrem Outfit rausholen können. Also ich bin ja so dafür, dass ich ihr von dem Ersteller hier was gebe. Weil da habe ich mir letztens ein paar Sachen runtergeladen, die halt so ein bisschen mehr Alpha sind. Das ja unter anderem auch. Und ich denke, das ist schon ganz nice, so, wenn man das dann so ihr zu tragen gibt. Ich kann nicht reden. Das ist alles so viel für mich. Ah! Aber ich weiß nicht, ich würde gerne das hier geben.
Aber mit dem hier, glaube ich. Slay Queen. Weil das tut sie definitiv. Sieht schon krass aus, so. Wow. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Oh Gott. Ich denke, das ist die realistischste Hose, die ich gerade im Spiel habe. So alles andere ist zu krass Maxes Match irgendwie. Und ja, also was halt noch so ging, wäre das hier. Aber ich finde, dass die hier dann doch noch ein Stück realistischer aussieht mit den geraffelten und so. Und ja, dann nehmen wir die. So ist die Arbeit bisher. Ich möchte die auf jeden Fall noch Fingernägel geben. Und zwar, diesmal habe ich ihr ja Eyelashes gegeben, nicht als Dings. Deswegen klappt das auch. Mal gucken, welche sind denn so die realistischsten. Was geht denn so bei denen? Weiß ich nicht. Es ist schwer zu sagen. Die sind unter Ringe alle. Diese hier vielleicht. Aber guck mal, die glitscht schon ein bisschen mit der Hose, glaube ich. Kann das sein? Ne, die gehen. Komisch. Aber dann nehmen wir die hier. Dann nehmen wir die. Dann gebe ich ihr vielleicht noch ein Armband, wenn ich was finde. Ah, das sieht man nicht. Dann gebe ich ihr kein Armband. Dann lassen wir sie so. Und wow. Ich finde es einfach nur krass. Das ist ein Sim so. Und man denkt sich so, das könnte theoretisch auch ein echter Mensch sein. Das ist halt... Was ist das? Wie kann das sein? Ich bin erstaunt. Wirklich. Sagt mir doch, was ihr davon haltet. Das würde mich einfach absolut interessieren. Ich gebe ihr jetzt noch einmal kurz einen Namen. Die Gute heißt Janaya Heck. Ich finde den Namen sehr, sehr schön. Der Nachname ist wieder so ein random Name von Sims, weil mir keinen Nachnamen einfallen. Ich bin super. Wow. Ich komme nicht drauf klar. Also wirklich nicht. Es macht mich fertig. Wie kann das sein? Wow. Ich finde es einfach krass. Wie gesagt, sagt mir, was ihr von ihr haltet. Ob ihr denkt, dass ich die Challenge geschafft habe. Ob ich die gut gemacht habe. Ob ihr sie für realistisch genug findet. Oder ob ihr sagt, nee, da finde ich, hätte man noch realistischer sein können. Und ja. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.